In dieser Versuchsreihe werden verschiedene insektizide Wirksubstanzen geprüft. Wie wirken sie auf Blattschädlinge? Werden Bodenschädlinge miterfasst? Wie breit ist das Wirkungsspektrum? Welche Aufwandmengen bringen den besten Erfolg? Welche Behandlungsfrequenzen können empfohlen werden? Das sind einige von vielen Fragen, die man nur in praktischen Feldversuchen klären kann. Oft dauern sie 5, 6 Vegetationsperioden, oft sogar ohne befriedigende Resultate, sodass das Produkt eliminiert wird, bevor es überhaupt in die internationale Versuchsphase kommt. Denn nur die Wirksubstanzen, die sich in den eigenen Feldversuchen bewähren, werden auf Außenstellen weiter geprüft. Als Beispiele mögen dienen insektizide Substanzen in Zitrus in Spanien, in Äpfeln in Klein- und Großversuchsreihen, in den verschiedensten Ländern mit unterschiedlichen Klimaten. Wie bereits nach Labor- und Gewächshausversuchen, werden auch nach den Freilandversuchen immer wieder Rückstandsanalysen durchgeführt.